Auf einem Bahnübergang kam ein Sattelzug zum Stehen. Dieser wurde dann von einem Regionalzug erfasst. Der Zug riss die Zugmaschine vom Anhänger ab, schleifte die Zugmaschine über mehrere hundert Meter mit. Zugmaschine und der Führerstand des Zuges gerieten in Brand. Die Zugmaschine ist vollständig ausgebrannt, der Fahrerstand auch. Derzeit gibt es an der Unfallstelle eine getötete Person. Die Identität steht bislang noch nicht fest. Es gibt auch mehrere schwerverletzte und mehrere leicht verletzte Personen. Zur Ermittlung der Unfallursache ist auch ein Unfallsachverständiger mit vor Ort. Und wir versuchen jetzt zu klären, wie sich das Unfallgeschehen zugetragen hat. Es ist ein beschrankter Bahnübergang, aber wie jetzt der genaue Ablauf war, dazu kann ich im Moment noch nicht sagen. Die Ermittlungen sind noch in einer sehr frühen Phase und das müssen wir natürlich erst genau hinterfragen. Auf dem Sattelzug war auf dem Anhänger ein amerikanischer Militär-LKW geladen. Da der Anhänger aber von der Zugmaschine abgerissen wurde und am Bahnübergang stehen geblieben ist, hatte dieses Fahrzeug mit dem weiteren Verlauf nichts zu tun. Außerdem handelt es sich hier lediglich um ein Transportfahrzeug des Militärs. Ja, also es stellt sich im Moment so dar, dass die abgerissene Sattelzugmaschine vor dem Zug hergeschoben wurde und diese ausgebrannte Zugmaschine steckt momentan unter dem Regionalzug und muss demnächst einmal geborgen werden. Es befindet sich zwischenzeitlich auch ein Unfallsachverständiger vor Ort zur Ermittlung der genauen Ursache. Es laufen auch schon erste Vernehmungen durch die Polizei und sobald wir hierzu weitere Erkenntnisse haben, werden wir natürlich auch weiter berichten.